Die ist nett. Kapitel 2. Paradiso. Hallo? Hallo? Faszinierend. Licht ist weg. Halsumfang 39 cm. Herzfrequenz 66 regelmäßig. Verwahrloster, aber stabiler Allgemeinzustand. Vigilanz gemindert, Patient suporös. Das heißt, er hatte Suppe? Schwingungsfähig. Hautkolorit livide. Reduzierter Ernährungszustand. Muskulatur kommt nur schemenhaft zur Darstellung. Fasthorax. Deutlich ausgeprägte Trichterbrust. Rosinenfarbiger Knoten, beidseitig, medioklavikular im Bereich des vierten ICR. Marfanoider Habitus, Arachnodactylie. Untere Extremität atrophiert. Enorme Kyphose. Extremitäten seitengleich eingeschränkt, beweglich mit verringertem Muskeltonus. Muskeleigenreflexe mittellebhaft. Mittellebhaft. Finger-Nase-Versuch unauffällig. Bauch weich, keine Resistenzen. Überlebhafte Darmgeräusche. Lebhafte Darmperistaltik. Abgeschwächtes Atemgeräusch, rechts basal. Rasselgeräusche über beide Lungen. Gespaltener zweiter Herzton. Aha. Nasal betonte Akromegalie. Karottenförmiger Tumor im Gesicht. Das nennt sich Nase. Ramiges Sekret nasal. Zunge weicht nach links ab. Desolater Zahnstatus. Das klingt alles so gesund. Pupillen beidseitig, rund und mittelweit. Sehr träge Lichtreaktion beidseitig. Augen ikterisch, Downbeat, Nystagmus. Hornhautreflex beidseitig verzögert, auslösbar. Halsumfang 39 cm. Herzfrequenz 66 regelmäßig. Verwahrloster, aber stabiler Allgemeinzustand. Vigilanz gemindert, Patient suporös. Hyperreflexie, Stimmung agitiert. Status des Patienten ungeklärt. Wo bin ich? Patient bei Bewusstsein und ansprechbar. Entschuldigen Sie bitte, wo bin ich hier? Patient zu allen 42 Qualitäten nicht klar orientiert. Ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Wie fühlen Sie sich? Bisschen durcheinander vielleicht, mein Kopf. Ich bin Bobbin, bist du meine Mutter? Aua. Wer sind Sie? Aua. Mein Name ist Hannes, ich bin nur zu Besuch. Oh, mal so viele Massagestäbe. Ich verkaufe diese hochwertigen Massagestäbe. Was machen Sie hier? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Ich bin nur zu Besuch. Eigentlich wollte ich ja Urlaub machen. Falls bekannt, wo wurden Sie geboren bzw. zusammengesetzt? Widersprechen mir gerade schon, ne? Aber zusammengesetzt finde ich cool. Zusammengesetzt? Hatten Sie schon mal ein Déjà-vu? Abgesehen davon, dass ich Ihre Frage schon wieder nicht verstehe. Hatten Sie jemals eine außerkörperliche Erfahrung? Sie haben gleich eine außerkörperliche Erfahrung, Freundchen. Interessant. Bitte halten Sie sich für weitere Untersuchungen bereit. Hören Sie mir eigentlich zu? Bevor nicht einwandfrei geklärt ist, ob Sie hier hingehören, kann ich Sie leider nicht gehen lassen. Auch zu Ihrer eigenen Sicherheit. Wenn Sie bereit sind für eine weitere Untersuchung, klopfen Sie einfach laut und deutlich an die Tür, dann hole ich Sie ab. Status des Patienten weiterhin ungeklärt. Das ist ja mal ein Schritt, ha? Mir ist ein bisschen schwummselig.
War das Skelett gerade schon da? Herr Dr. Rümmler, ich bitte Sie. Da stand wahrscheinlich er da vorne. Ja. Man hat mich all meiner Utensilien beraubt und in ein kleines Zimmer gesperrt. Nicht ich nett. Habe bereits protestiert, jedoch ohne Erfolg. Wo bin ich hier nur hineingeraten? Ein entspannter Urlaub sieht jedenfalls anders aus. Mhm. Aber ganz anders, gell? Ganz anders, ja. Aber ach, ich mache eine kurze Aufnahmepause und nach diesem kurzen Schnitt geht es dann auch gleich weiter. Willkommen zurück in Drüberbrock und einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir gucken uns erstmal um hier, bevor wir uns überlegen, wie wir aus diesem Zimmer rauskommen. Bis? Da hilft auch keine Gewalt. Aber die gute alte Gewalt. Das, guck mal, hier Fingerabdruck, Fuß, Hand. Handabdruck, Mensch. Überall Schimmel. Da hilft nur ordentlich Chlor. Oder neuer. Der Schlauch sieht relativ neu aus. Völlig verkalkt. Erinnert mich an meine Zeit im Wohnheim. Kein Wasserdruck. Oder verstopft. Oder und? Sieht rostig aus. Eine Münze. Sie ist aus dem Duschkopf gefallen. Und dank einer kosmischen Fügung ist sie direkt in meinem Inventar gelandet. Die Vorzüge des Kapitalismus. Das nenne ich mal Anziehungskraft, wa? Mit der Hygiene sieht man es hier wohl nicht so eng. Nö. Ich möchte nicht wissen, was hier passiert ist. Du wurdest angeliefert. Ein Sicherungskasten. Die Tür hängt aus den Angeln. Durchgebrannt. Tja, ich würde sagen, liebe Kinder, macht sowas nie daheim nach. Ah, ich darf es auch gar nicht machen. Man kann Münzen ja da einsetzen, habe ich mir jetzt gedacht. Ne? Wer bist du? Ein irgendwie menschliches Anatomiemodell. Hey, Kumpel. Mhm. Klick. Ah, ich habe ihn ins Bett gelegt. Ich dachte schon, was mache ich jetzt mit dem Ding? Wo bin ich nur gelandet? Ja. Sind Sie bereit für weitere Tests? Lassen Sie mich gehen. Erst die Tests. Ich müsste mal auf die Toilette. Vergessen Sie's. Bett? Das ist aber nicht nett. Ich kann mir nichts kaputt machen. Durchgebrannt. Das ist echt das erste Zimmer, wo ich nichts so richtig kaputt machen kann. Ist ja langweilig. Wo bin ich nur Was kann ich hier noch machen? Eine Münze. Kein Münzschlitz. Ja. Oh, die Leiter. Die habe ich noch nicht gesehen. Was kann ich mit der machen? Ja, nun. Aber wohin damit? Habe ich gerade echt eine Leiter eingesteckt? Ich habe einen Teil der Leiter irgendwie eingesteckt, ja. Ist ja spannend. Kann aber nichts damit machen, außer sie mitnehmen. Okay, ja, wir nehmen sie mal mit. Sind Sie bereit für weitere Tests? Ich Lassen Sie mich bin gehen. Nicht Erst sicher. Die Tests. Guten Morgen, Katerchen. Na komm. Gut, ich bin soweit. Wow, dieser Schlummermorchel-Smoothie hat es aber in sich.
Das kommt mir jetzt wiederum von der Gamescom bekannt vor. Da haben wir das mal, den Teil glaube ich schon mal gespielt. Was nicht heißt, dass das das Modell war. Und jetzt? Willkommen. Ah, ich kann hier was machen. Ob das der Schlüssel zum Haupteingang ist? Ich weiß genau, was Sie vorhaben. Vergessen Sie's! Er murkst mich ab, wenn ich aufstehe. Was ist denn das hier? Viel schräg kann ich nicht angucken. Was ist das? Könnten Sie noch was am Kontrastverhältnis machen? Scheinbar nicht. Da ist eine Tür. So viel kann ich hier nicht machen. Jetzt fangen Sie schon an. Wie Sie meinen. Zunächst ein kleiner Assoziationstest zum Warmwerden. Wir zeigen Ihnen jetzt eine Reihe von Bildern und Sie sagen mir bitte, was Ihnen als erstes dazu einfällt. Erstes Bild. Testreihe Assoziation Form Figur C. Ein Geflecht aus Punkten und Linien. Ja. Ein Geflecht aus Punkten und Linien. Wie die neuralen Verschaltung eines Nervenbündels. Haben Sie schon mal von Soziophobie gehört? Faszinierend. Zweites Bild. Kekse, Maulwurfshaufen, Vaterkonflikte. Die sehe ich da jetzt nicht. Ein Raumschiff. Doch, Kekse, komm, nimm das. Maulwurfshaufen und Vaterkonflikte. Was, wenn ich mir das alles zwischendurch ausgedacht hätte? Sie würden es nie erfahren. Wie Sie meinen. Konzentration. Drittes Bild. Ja, drittes Bild. Schmetterling. Ah ja. Der ein ist sogar Schmetterling. Da. Sind Sie jemals von einem Schmetterling gebissen worden? Mit welch? Nein. Ich auch nicht. Ja. Merkenswert. Und danke. So viel dazu. Geben Sie es lieber zu, Herr Tenhauser. Sie müssen es wissen. Wir wissen alle, dass Ihnen früher oder später die Ausreden ausgehen. Und dann ist es soweit. Dann gibt es kein Verstecken mehr. Wir wissen, wer oder was Sie sind. Aber diesen einen ehrlichen Schritt müssen Sie schon selbst tun. Wir behalten Sie bis auf Weiteres hier. Wir bereiten hier mal alles soweit vor und holen Sie ab, wenn das Prozedere beginnen kann. Klopfen Sie an die Tür, wenn Sie soweit sind. Ich komme langsam wieder zu klarem Verstand. Der Test war deutlich kürzer als der auf der Gamescom. Habe ich was falsch beantwortet vielleicht? Ich weiß es nicht. Ein Sicherungskasten. Oh, was haben wir denn da? Ich spüre einen leichten Luftzug. Ich komme nicht dran. Ja, dafür haben wir eine Leiter. Mit der Leiter könnte ich hoch zum Schacht. Ich habe doch noch was gefunden. Sehr schön. So, und nu? Nu kann ich da hoch, hat er gesagt. Ich bräuchte schon ein Spezialwerkzeug, um diese winzigen Schrauben zu lösen. Wie wäre es mit einer Münze? Ich liege ja schließlich im Bett. Da habe ich ein Skelett reingelegt ins Bett. Ist ja alles gut. Kann ich das Gitter jetzt hier davor die Tür machen? Oh ne, ich kann nichts mit dem Gitter machen. Mist. Warum habe ich das Ganze dann gemacht? Hallo? Habe ich was Neues? Ich habe nichts Neues im Inventar. Ah, die Leiter fungiert jetzt als Ausgang. Sanatorium Paradiso. Willkommen in Ihrem letzten Aufenthaltsort oder so ähnlich. Ja, darunter sollte ich wahrscheinlich besser nicht gehen. Fangen wir mal oben an. Da geht es zur Verwaltung. Sanatorium Paradiso. Seltsamer Ort. Gitterstäbe. Dieser Ort ist ein Knast und keine Erholungsstätte. Ach jetzt.
Was? Stopp, nicht hoch. Nein. Ich wollte doch nur gucken. Der schläft tief und fest. Und daran möchte ich eigentlich nichts ändern. Hinter dieser Tür liegt das Zimmer, in dem sie mich eingesperrt hatten. Nochmal Schwein gehabt, wa? Was da wohl drin ist? Ich brauche die passende Kombination. Eine Patientenliste. Oh, hier waren aber schon einige eingesperrt. Patient behauptet weiterhin, er komme aus einer anderen Realität. Setzen Sie den Salamander-Test fort. Steht da auch schon irgendwas über mich drin? Im steten Dialog zwischen IS und Über-Ich, aha. Therapie FKK plus Gartenarbeit. What? Ich frage mich, ob das hier alles womöglich Leute waren, die bei der Entwicklung geholfen haben in irgendeiner Form. Behauptet, ihm gehöre eine Schokoladenfabrik, da er jährlich das halbe Produktionsvolumen kauft und isst. Okay, wenn das so funktioniert. Einweisung aufgrund von Parteimitgliedschaft, Klammer SPD. Ich hab's nur vorgelesen. Stefan André von und zu Treter. Aha. Verordnung Therapie mittels Farbfernseher plus lange Diskussionsrunden auf dem Plüschsofa. Note knows too much. Aha, der weiß zu viel. Ein Kobold ist auch da. Ich kaufe mir lieber einen Tiroler Hut. Sieht überall dreiköpfige Affen. Ja, Vorsicht, hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Es tut mir leid, da muss ich da durchgucken, ne? Weil ist ja teilweise doch immer ganz lustig. Sugar Overdose. Wahnvorstellung. Reagiert auf die Medikamente außergewöhnlich. Glaubt, dass die Regierung jeden seiner Schritte überwacht. Ach, Unsinn. Unrechtmäßigkeit der Einweisung durch Gerichtsurteil vom 4.5.58 festgestellt. Schade. Entlassen mit Abfindung in Höhe von 25 D-Mark. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wie konnte es nur dazu kommen? Er wollte doch tatsächlich eine Havanna-Zigarre rauchen. Suppenwürfel-Dynastie. Ah, der Michael Knorr. James Woodruff. Wahnvorstellung. Glaubt, die SPD würde sich in ihre sozialistischen Wurzeln entfernen. Oh. Das wäre aber tragisch, oder? Kaum vorstellbar, was diese armen Seelen hier durchgemacht haben müssen. Aber leider nichts Neues. Was ist das? Soweit ich weiß, benutzt man diese Dinger zu therapeutischen Zwecken. Echt? Kann ich sowas mitnehmen? Was haben wir da noch? Ein Büchlein? Sanatorium Paradiso. Ländliche Erholungsstätte im heilklimatischen Kurort Trüberbrook. Herrlich gelegene Heilanstalt, Waldluft, bewaldete Berghänge. Anerkannt vorzügliche Küche. Also von der Küche habe ich noch nichts gesehen. Vielleicht ist die ja wirklich anerkannt vorzüglich. Ach, hör mal. Fettes Schloss an der Tür. Hm.